Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcastes. Der heißt der Afrikanische Altenheim Podcast. Und Norbert, du lachst schon. Ich war einfach mal kreativ und habe ihn so genannt. Hat nichts mit dir zu tun. So. Ich bin bei einem ganz besonderen Gast heute. Es ist Norbert Nelte. Und heute geht es halt auch um etwas ernstere Themen. Und das war mir ein besonderes Anliegen, auch mit dir den Podcast zu machen, lieber Norbert. Du hast ja auch schon seit längerem zugesagt. Neulich, wir hatten es auch mal probiert vor einem Jahr und es ging nicht so zwecks deiner Stimme, weil deine Stimme auch versagt hatte. Und meine Themen heute, und da wollte ich natürlich auch gerne, dass du auch was dazu sagst, weil deine Meinung kenne ich ja auch schon darüber von mehreren Treffen. Ich war ja schon sehr oft bei dir. Und mein Thema ist heute Kapitalismus, warum er am Ende ist und was man dem Ganze entgegensetzt. Deswegen, lieber Norbert, erklär einfach mal meinen Zuschauern, warum bald der Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, nicht mehr existieren wird, beziehungsweise warum er am Ende ist. Der Kapitalismus ist eigentlich so, wie ihn Karl Marx beschrieben hat, schon seit 2008 zu Ende. Also man muss sagen, es wurde nicht mehr investiert. Und deshalb ist der erste kleine Crash schon 2008 gekommen. Aber jetzt ist es wieder so, dass nicht mehr investiert wird. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass nicht mehr investiert wird? Weil es keine Rendite bringt, keine Profite heute. Die wird immer weniger. Also wenn man heute zum Beispiel eine Maschine verbessern will, da muss man insgesamt das Achtfache an Schulden aufnehmen, um das zu erreichen. Das lohnt sich also für die Unternehmen nicht mehr. Das lohnt sich nicht mehr. Ja, du hast den tendenziellen Fall der Profitrate angesprochen, ne? Die ja seit, wie du immer sagst, der Kapitalismus besteht, immer kontinuierlich nach unten gegangen ist, also tendenziell, ne? Ja, also der Marx schreibt es ja im dritten Buch des Kapitals, im 13. Kapitel. Und da erklärt er den tendenziellen Fall der Profitrate. Und zwar so, dass du immer mehr akkumulierst, also Kapital aufhäufst. Und dieses Kapital auf der anderen Seite du auch verzinsen willst. Ja, aber Profite, die wachsen auch, aber die Anhäufung des Kapitals, C, das wächst noch viel mehr. Ja. Deshalb ist die Profitrate M durch C, sinkt die ständig. Das heißt also, die Kosten für Anschaffung steigen ja auch, also es steigen die Gewinne auch immer, ne? Aber die gesamten Investitionen, hatten wir ja neulich gesagt, die steigen ja auch immer ins Unermessliche. Du musst immer mehr investieren. Genau. Das lohnt sich heute überhaupt nicht mehr. Es lohnt sich für alle Kapitalisten nicht mehr. Inzwischen hat Deutschland nicht mehr investiert. Europa sagt sogar, Deutschland muss mehr investieren. Der Spiegel fragt, was macht ihr mit unserem Geld, liebe Kapitalisten? Warum investiert er das nicht? Es lohnt sich einfach nicht. Also das war so, dass nach dem 13. Kapitel der Marx aufzeigt, dass in dem Moment, wo praktisch das Kapital immer höher wird, sich das in 100 Jahren die Profitrate bei 1% steht. Das
Das langt noch nicht mal für die Bankzinsen. Er hat aber auch beschrieben, es gibt abschwächende Momente, entgegenwirkende Momente, wie zum Beispiel die Ausbeutungsrate erhöhen, Ja, Kriege führen. Kriege führen, ja. Das ist aber inzwischen so, dass nach 220 Jahren Kapitalismus seit der Französischen Revolution, wenn man das rechnet, das sind jetzt 220 Jahre her. Und da steht die Profitrate auch auf 1%. Das lohnt sich einfach nicht mehr. Also im Moment steht die Profitrate auf 1%. Ja. Jetzt im Jahr 2019. Ja. Und sie wird so auch tendenziell auch nicht mehr steigen. Sie wird dann eher noch unter 1% fallen, gehe ich mal von aus. Ja, so ist es. Na, bis sie irgendwann den Meridian, will ich mal sagen, erreicht. Also den Nullmeridian. Na, das Ich habe mal einen Betriebswirt, das erklärt mit dem tendenziellen Fall der Profitrate. Und er hat dann gesagt, ja, und dann sinkt sie. Und dann sagt er, das ist so ganz einfach. Dann rationalisiere ich wieder. Ja, aber jede Rationalisierung ist erstmal gewinnbringend, aber solange die Konkurrenz nicht rationalisiert. Genau, und dann Und in dem werden Moment, wo die Konkurrenz rationalisiert, sinkt sie wieder die Ja, Profitrate. dann ist der Sondergewinn, den eine Firma macht, dahin, wenn Ja. dann die Konkurrenz auch rationalisiert, weil sie im Kapitalismus dazu gezwungen ist. Genau. Ja, und darunter leidet dann natürlich auch der Arbeiter, der sich dagegen wehrt, wo sich die Gewerkschaften oder sag ich mal die Arbeiter an sich mit Hilfe der Gewerkschaften dagegen zur Wehr setzen. Na, das wird ja dann auch immer deutlich. Na, ich würde mal sagen, heutzutage sind die Gewerkschaften schon so angepasst an die SPD und an die Politik, dass da keine große Abwehr mehr in Deutschland gibt, aber in Frankreich siehst du allein an den Gelbwesten, das ist ganz anders. Ne? Ja, in Frankreich war es schon immer ganz anders als in Deutschland, ne? Aber ich habe dich ja auch mal sagen hören, wenn es in Deutschland dann wirklich losgeht, dann geht's richtig los. Ja, so hat Trotzki gesagt, die Deutschen kapieren das ziemlich spät, aber wenn es kapieren, kapieren es richtig. Ja, ich meine, das war ja auch vor 100 Jahren, war das ja auch der Fall. Na, da hat es ja auch die Deutsche Revolution gegeben, 1918, nach Kriegsende, Sturz des Kaiserreichs. Na, und es hat ja Arbeiterräte gegeben, na, womit wir dann jetzt zum Übergang wären. Du stellst ja natürlich auch den neuen Staat, den Arbeiterstaat mit Arbeiterräten vor. Ja? Viele können sich darunter natürlich auch nichts vorstellen. Erklär einfach, wie. Dann, wenn der Kapitalismus, angenommen, der Kapitalismus bricht zusammen, wie dann eine Revolution entsteht, wie sie gemacht wird und wie die Produktion gestaltet wird. Das wird gehen, ohne dass jemand aktiv eine Revolution in Gang setzt. Das wird fast automatisch gehen. Was schon passiert ist, dass wir in 16 Ländern der Welt selbstverwaltete Betriebe haben. Ja, basisdemokratisch von unten. Ja, also, wo es keinen Chef gibt. Na, dass die Arbeiter praktisch selber basisdemokratisch machen. Der Ursprung war ja in Argentinien, wo es die FASENPAD gab, ne? Das war ja im Zuge der argentinischen Krise 2001, als da ja
die große Wirtschaftskrise gab. Und da hatten die Arbeiter ja von selbst die Betriebe übernommen, weil die Chefs ja die ganzen Firmenwerte ja mitnehmen wollten, ne? Und diese Bewegung hat sich ja ausgeweitet. Das haben wir den Neoliberalisten zu verdanken. Thatcher und Reagan waren die ersten Neoliberalisten. Ja, die waren Vorreiter des neoliberalen Wirtschaftssystems, was heute Genau. weltumspannend Und die haben herrscht. weiter experimentiert, 1974 in Chile. Das war dann das erste Land, das mit Experimentieren. aber unter Pinochet ist nicht, hat nicht gut funktioniert. Ja. Das wurde dann weiter versucht unter Videla in Argentinien. Das war denn die Ja, argentinische Militärdiktatur ab 76, ja. genau. Und da wurde die Löhne auch nicht allzu viel schlechter. Aber nach der Militärdiktatur gab es drei Präsidenten, also gewählte Präsidenten, und da wurde es richtig schlimm. So, dass die Argentinier 50% vom Lebensstandard verloren haben. Also der Also, ist ab den 80er, 90er Jahren richtig runtergegangen bei den Argentiniern, ne? ja, Ja, ich hab ja selbst, wenn ich was hinzufügen darf, wie du auch weißt, war ich ja in Argentinien 2007, 2008 und der argentinische Peso ist auch schon ganz rapide abgestürzt, ne? Also das waren so meine Beobachtungen. Und er war auf 2007 noch 1 zu 4, jetzt ist er so ungefähr 1 zu 45 und das ist schon auch ein rapider Abstieg gewesen. Man hat die Wellen der damaligen Wirtschaftskrise ja da auch schon gespürt, aber es ist schon ganz rapide runtergegangen. Ne? Also du kriegst ja auch häufig Meldungen aus Argentinien. Ich hatte auch Kontakte und welche bekommen, dass da auch bei dem jetzigen Präsidenten Argentinien ein regelrechter Kürzungsmarathon stattfindet. Ne? die Geschichte noch weiter. Dann der letzte Präsident war de la Rúa. Und da hatten dann die Arbeiter genug gehabt und haben mit Hunderttausenden vor dem Präsidentenpalast Ja. gestanden, so dass de la Rúa mit Hubschrauber geflohen ist, wohl immer. Ja, okay, das habe ich auch Aber schon gehört, ja. da gab es auch 17 Tote Okay, ja, also da hat von der Polizei Polizei auf die Demonstranten erschossen. schießen lassen, ne? Ja, also die Kapitalisten, viele Kapitalisten sind abgehauen, auch in Chile, mit ihrem Geld, ne? Und dann haben die Arbeiter praktisch dazu gezwungen, ihre Betriebe Zu übernehmen. zu besetzen und selber zu machen. Ja. Ja, also bei Fassipat erzählt der Alfredo, der ist von der Qualitätskontrolle, es war am Anfang für uns sehr ungewohnt, Ja. ohne Chef zu arbeiten. Ja. Aber mit der Zeit haben wir verstanden, dass wir selber eigentlich die Chefs sind. Sie sind ja auch letztendlich bei der Produktion die Experten. Eben, so Ne? ist es. Ja, sie wissen ja, was sie produzieren und sie mussten halt nur ein paar Dinge dann noch dazulernen, Na, letztendlich. also der Mensch, der Arbeiter heute, der kann sich das gar nicht vorstellen. Betrieb in Selbstverwaltung zu Ja, nehmen, jedenfalls hier in zu Deutschland noch übernehmen. nicht. Können Sie es sich noch Nein, nicht vorstellen? überall auf der Welt ist es so. Ja. Das ist denen schon eingebaut worden. Ja. Aber weil sie gezwungen waren, mussten sie es lernen, dass das gar nicht stimmt.
sie verschwinden und das wird bald sein, werden sie dann.